So Leute, willkommen zurück zu Fortnite Battle Royale. Ja, wir spielen jetzt gerade die Season 6. Die erste Mission, um die geht es heute. Und zwar tanze unter verschiedenen Straßenbeleuchtungen. Und da fangen wir auch direkt mal an, würde ich sagen. So Leute, da geht es auch schon los mit der ersten Straßenbeleuchtung unter ihr, die ihr tanzen müsst. Die findet ihr hier in Greasy Groove, wo jetzt hier gerade alle sind und am Tanzen sind. So, wir tanzen mal einfach Poplock. So, da haben wir Nummer 1 und ich würde sagen, direkt zu Nummer 2 geht es jetzt. Nummer 2 ist hier direkt beim Fußballplatz. Ihr kennt ihn alle auf der Karte, direkt hier. Läuft auch Musik gerade, höre ich. So, dann dancen wir mal eine Runde. So. Lol. Nummer 3, wer hat's gedacht, befindet sich hier in Tilted Towers, direkt hier beim Basketballplatz auf der Karte. Genau hier, wie ihr das seht, könnt ihr wieder was tanzen und habt auch schon 3 Straßenleuchtscheinwerfer hier geangelt. So, hier in Lazy Links findet ihr einen weiteren wunderschönen Scheinwerfer. Landen wir direkt mal vor und dancen einmal ab. Haben wir jetzt schon 4 Stück, fehlen nur noch 3. So, Nummer 5 ist hier bei Pleasant Park. Dancen wir direkt wieder ab hier. Fehlen nur noch 2 und die zeige ich euch jetzt sofort natürlich. Habt ihr schon mal gesehen, hier bei Pleasant Park bei Haunted Hills gibt es jetzt auf dem Berg ein wunderschönes, ja, Vampirschloss, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, hier unter Lone Lodge findet ihr eine weitere Laterne, wo ihr noch schnell tanzen müsst. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht direkt abgeschossen werdet. So, die letzte Laterne zeige ich euch dann gleich nochmal im Anschluss hier ran. So, jetzt zeige ich euch auch nochmal das letzte Scheinwerferlicht. Das ist hier bei Retail Row. Natürlich wird es auch noch andere geben, aber diese 7 habe ich jetzt genommen und die sind eigentlich auch am leichtesten. Am besten geht ihr dafür in den 50-50 Modus. Da könnt ihr die recht schnell holen. Und ja, das war es auch wieder schon vom Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, diese Scheinwerfer zu finden. Es wird jetzt die ganze Season 6 wieder täglich Videos wahrscheinlich geben und immer donnerstags, denkt daran, da kommen immer die Herausforderungen natürlich, 15 Uhr sollten die eigentlich immer online sein bei mir. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann lasst ein Abo da und ein Like wäre natürlich auch schön. Freitags ist wieder ein Livestream, ich hoffe, ich werde euch alle da wiedersehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Glück bei den Herausforderungen.